Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen hier bei mir auf meinem Kanal himmlischebotschaften.de. Ja, und zu diesem neuen allgemeinen Reading gelegt auf dein, euer Herzblatt in seine Gedanken, Gefühle, nächsten Schritte. Wie fühlt er? Wie steht er zu dir? Wo will er mit dir hin oder vielleicht auch nicht? Da wollen wir jetzt hin. Ja, ich begrüße euch, ganz besonders die Neuen, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und in dieser Reisegruppe der Sternschnuppen. Ja, ich wurde jetzt gefragt, was das bedeutet. Wir haben uns alle mal den Namen gemeinsam ausgesucht. Wir nennen uns die Sternschnuppen. Und ja, ich denke, da gehen auch bei dem einen oder anderen jetzt mal so die Sterne auf. Ja, ansonsten, ich bin Psychotherapeutin, Therapeutin für systemische Ausstellungen, Meditationskursleiter, Hypnosetherapeutin und schon ganz lange spirituell psychologische Lebensberaterin. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, reinschaut und hier hoffentlich eine ganze Menge mitnehmen könnt. Jetzt über euer Herzblatt, wie der da steht oder euch anschaut und wie es weitergehen soll. Wie immer aber auch hier mit der Bitte an Erzengel Michael um Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppen, für mich, für dieses Reading. Und mögen hier die Karten fallen, die uns jetzt eine Aussage darüber geben, wie es hier mit deinem, eurem Herzblatt in Zukunft weitergeht. Und sicherlich sowieso mit euch. Die Karten, die ich hier jetzt in der Hand habe, sind die Lennys von Giro Marchetti. Und wir gucken mal, was jetzt hier uns gleich so entgegenspringt. Ich habe noch eine Ansage zu treffen zum morgigen Meeting. Ich habe mich da bei den Zeiten hinten ein bisschen verkalkuliert. Ich habe AM eingesetzt. Das müsste PM heißen. Ihr bekommt alle, die teilnehmen wollen oder auch andere, die ihn vielleicht noch nutzen möchten, den Link nochmal. Hier in meinen Kommentar unter den Videos. Ja, wo ihr immer Kommentare schreibt, da steht mein Kommentar und da setze ich jetzt auch den Link für das morgige Meeting rein. Und dann nutzt den bitte. Ja, das wäre sehr nett. Ich bedanke mich und ich freue mich, wenn ihr da teilnehmen möchtet und euch auch kennenzulernen, ja. Schauen wir mal, was da morgen so kommt. Ja, da muss jemand mal offen werden, etwas öffentlich machen. Das scheint er auch zu wissen. Das wird jetzt nicht gefallen. Nach Unklarheiten. Vielleicht hat es auch einen Crash gegeben, möglich. Es lichtet sich jetzt allmählich wieder. Wir haben so wieder ein bisschen hier den Durchblick. Ja, den Kummer, den wollen wir hier mal ein bisschen an die Seite parken. Ne? Die müssen wir ja auflösen, weil wir festgestellt haben, wir halt gibt mehrere Wege und mehrere Möglichkeiten und da kommt auch noch mal eine Einladung zur Begegnung, um hier die neuen Wege zu nutzen oder neue Möglichkeiten, die sich jetzt vielleicht noch mal für ihn erschlossen haben, jetzt anzugehen, den Kummer hinter sich zu lassen, denn wir haben hier das auch die aufgehende Sonne wieder im Bild und ja, er weiß, dass da jetzt Offenheit nötig ist. Da muss noch ein bisschen der Mut her, die Reise, dass das langsam angehen sollte oder dass man das Ganze auch langsam angehen lässt, weil wir hier sie Geduld mitbringen müssen und uns langsam wieder annähern, um uns wieder neu kennenzulernen und vor allen Dingen anders als gehabt.
Die Harmonie. Der Friede, der hier Einzug halten soll. Die Balance. Oh, das sind eine Menge. Gut, fangen wir mal an. Dass es Zeit wird, ein neues Kapitel aufzuschlagen oder kein Geheimnis mehr draus zu machen, dass ich das lüften darf. Er hat hier noch Hoffnung, ist da ziemlich gestresst und aufgeregt und du kommst auch rein. Kann natürlich auch deine Kombination sein, du bist sehr aufgeregt, du hast noch Hoffnung, die Hoffnung auf ein neues Kapitel, dass man hier jetzt generell wirklich auch in eine andere Richtung kommt und nicht mehr im alten Verfahren weitermacht. Und sich das ständig wiederholt, sondern dass es hier jetzt auch mal konkreter wird, verpflichtend wird, Verantwortung übernommen wird, damit das hier auch was Vernünftiges werden kann. Ja, dazu gehören Gespräche, ziemlich offensichtlich, würde ich auch sagen. Ja, hier soll dieser Kreislauf durchbrochen werden. Ich mache das mal so. Darum müssen wir Gespräche führen, ein paar mehr als sonst, um hier nochmal genau hinzugucken und darauf zu achten, ob sich wirklich was verändert. Denn wir wollen doch in die Liebe. Wir wollen in die Liebe und wir wollen also wirklich hier jetzt uns da öffnen, um hier jetzt auch weiter miteinander zu kommen. Damit dieser Nachricht, die dich da jetzt ereilen wird, mit der Einladung und dem Gespräch jetzt neue Wege, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wir gehen jetzt hier mit der Security Cards von Nadine Breitenstein zum einen rein. Gut, da fällt schon einer. Ja, wir haben hier wieder den Panther. Da macht wieder einer dicht und er kann nicht reden und der hat Angst vor einer Verletzung und darum reden wir halt nicht und laufen eher weg oder machen dicht, je nachdem, jeder macht es anders. Und sind dann halt verschlossen und machen zu, reagieren nicht mehr, kann auch Ignoranz von deinen WhatsApp-Nachrichten oder Nachrichten überhaupt sein oder Telefonaten, dass du versuchst, an ihn ranzukommen. Das würde hier zu den verhärteten Fronten passen. Aber wie gesagt, da steckt Angst dahinter. Der musste hier durch seinen Prozess, er hat die Unterstützung Christus gehabt, um hier durch seine Herzöffnung in die Herzheilung zu kommen, um gewisse Dinge hier wirklich zu durchschauen und zu verändern, damit sich bei ihm überhaupt da mal was verändert. Ja, da will er nochmal die Chance nutzen, das ist so. Er möchte mit dir hier die Seele baumeln lassen, die Nähe spüren, auch die Wärme, mit dir gemeinsam die Zeit verbringen. Und ob da noch ein dritter Partner war, der eine Rolle gespielt hat oder da immer hineingewirkt hat in eure Partnerschaft, das werdet ihr wissen. Also ich habe vorhin festgestellt, bei den Lernis immer, wenn ich drunter geguckt habe, hatte ich auch die Schlange. Gut, ich muss sie jetzt doch erwähnen, ich wollte sie nicht erwähnen. Aber ich komme nicht drum rum. Also in der Hinsicht spielt auch in dieser Legung leider wieder eine dritte Person eine Rolle, egal ob es die Mutter ist, die Ex ist oder noch eine vorhandene Dame, wo es dann immer diese Kreisläufe wieder gegeben hat und diese Heimlichkeiten, wo man hier jetzt wirklich mal aus den Heimlichkeiten muss, um offen zu sein und auch zu seiner eigenen Verantwortung in dieser Beziehung zu stehen und vor allen Dingen zu dir. Ja, das passt hier auch. Denn dann heißt das wirklich jetzt, in die Disziplin zu gehen, Ordnung zu schaffen, eine Struktur herzustellen, um hier schließlich und endlich mich aus dem Alten zu befreien, um hier wirklich jetzt in eine andere Richtung gehen zu können. Ja, dass ich mich da sicherlich auch hier von Energien befreien muss, ist sowieso klar.
Denn irgendeiner hat dann bestimmt nicht gerade die richtigen Energien bei sich in solchen Beziehungen. Ja, was hat sich da jetzt umgedreht? Ja, das Labyrinth nochmal. Also wir drehen uns hier immer zum Kreis. Es müssen jetzt neue Wege gegangen werden. Die Möglichkeiten sind da, die gibt es immer. Man muss nach Lösungen suchen und nicht immer in den Problemen hängen bleiben. Und auch wenn wir hier mangelndes Selbstvertrauen haben, beziehungsweise eher und Herzklopfen und immer etwas aufschieben, keine Entscheidung treffen, immer weglaufen, kommen wir ja im Endeffekt keinen Millimeter weiter, dann wird sich auch grundsätzlich nichts verändern. Ich glaube, da muss sich keiner was vormachen. Wir gehen jetzt mit den Osho-Zen-Tarot-Karten hier nochmal rein. Mal sehen, das sind auch immer welche, die sehr tief gehen. Da versucht immer einer die Kontrolle zu behalten, deshalb ist man selbst beherrscht und ja, rückt dann vielleicht auch wer ab. Und redet nicht mit dir, um nicht die Kontrolle über sich selbst und diese Situation zu verlieren. Das ist dann vielfach so. Und wir haben hier schließlich und endlich, dass man dann natürlich auch immer in diesem Kreislauf, in diesen Wiederholungen oder in diesem Maskentragen nicht zu der Sache, zu dir zu stehen, in die Erschöpfung kommt, das kostet Energien, das ist logisch, aber hier triggert auch der eine den anderen ständig in seinen Punkten. Also auch jeder hat durch den anderen für sich ohnehin etwas zu lernen. Wenn wir hier also jemand sind, was ja, Entschuldigung, die Karte besagt, dass er mangels Selbstvertrauen hat und sich nicht traut und ähnliches, jetzt endlich mal Entscheidungen zu treffen, dann trage ich natürlich auch Masken. Dann werde ich natürlich auch vom Außen immerzu an meinen Punkten getriggert, nicht nur durch die Partner, sondern auch durch andere, dass wir hier schließlich und endlich mal wirklich zu uns stehen sollen, um hier jetzt auch in Veränderungen zu kommen, denn das ist Maßgabe. Es muss hier zu Veränderungen kommen. Der wird hier wieder mit dir sein und möchte hier auch durch diese Freundlichkeit ja neue Wege finden. Und da kann das hier sicherlich auch in die Fülle kommen. Da ist zwar manchmal so ein bisschen noch die Geduld angesagt, weil wir ja auch erst wieder aufeinander zugehen müssen. Und du hast auch zu schauen, ob da wirklich Veränderungen kommen. Dann darf ich mich auf meinen Thron setzen. Ihr wisst, ich mag diesen Ausdruck nicht, aber in dem Fall heißt es dann wirklich, den Schritt zurück zu tun und den anderen mal tun zu lassen, ob da wirklich Veränderungen in Gang kommen. Und das Ganze bitte nicht nur für 3 Wochen, bis du wieder vielleicht in den Funktionsmodus übertrittst und er dann wieder den alten Rhythmus fährt. Nein, das soll ja dann auch ein bisschen länger gehen. Ja, das wäre hier auf jeden Fall in dem Moment die Veränderung, die hier jetzt sein muss und sollte, denn ohne Grund liegt es ja nicht so da. Klar weiß er das, klar hält er sich zurück und zwar in seinem Käfig, der da durchaus offen steht oder wo die Tür offen steht. Er könnte ja in das Leben treten, um etwas Neues zu erleben.
Aber diesen Schritt muss er tun. Ja, immer wieder. Er hat hier etwas zu erkennen und er darf etwas verändern, wenn er will, wenn er es sieht, wenn er es erkennt und dann auch die nötigen Schritte, die nötigen Wege mehr oder weniger zu gehen, um hier nicht mehr in der Masse zu laufen, nicht mehr zu funktionieren, aus den Konditionierungen rauszukommen, der brüllende Löwe zu werden, der jetzt sich selbst vertritt, sein Leben in die Hand nimmt und das auch voller Verantwortung jetzt leben will und somit auch an sich arbeitet, alles in sich vereint, in sich integriert, diese Dualität, die da ist, um hier natürlich dann auch authentisch zu sein, mit dir weiterzugehen, endlich zu den Dingen zu stehen, die ihm auch wichtig sind in seinem Leben. Wie gesagt, jeder hat seine Entscheidungen, jeder kann in die Veränderung gehen. Wenn jeder in oder vereinzelt oder viele, je nachdem, es sind einige, ja, die ja immer so in ihrer Komfortzone lieber bleiben möchten und sich nicht von ihrer Frau trennen oder ihrem Partner, weil das ja auch so bequem ist oder andere Hintergründe sind, dann habe ich das so irgendwann zu akzeptieren. Ich muss es aber nicht erdulden und ich muss es auch nicht mit mir machen lassen. Ich habe ja hoffentlich noch mein Leben in der Hand, in meiner Verantwortung und kann für mich selbst klären, ob ich das weiterhin mitmachen will. Gut, das mal dazu gesagt. Wir haben aber noch ein paar Karten. Wir gucken hier jetzt mal mit dem Ruf der Liebe Volumen 1, ob der Herr, der jetzt hier reinkommt, auch den Schritt geht, auch weitermacht, weil hier auch, wie gesagt, Gefühle sind. Er hat ja hingeguckt, er weiß, dass es bis dato ein Kreislauf war und wir müssen hier aussteigen, um jetzt in andere Richtungen zu gehen. Gut, wir haben hier nochmal den Spiegel. Also auch hier die Bestätigung, es hat hier durchaus gekracht und im Moment gibt es vielleicht nicht so ganz das zurück. Oder man hatte eine ganze Zeit lang jetzt das Gefühl, es gibt kein Zurück. Aber er ist ja nicht ohne Grund am Überlegen nach einem Neuanfang. Die Reihe haben wir ja oben liegen. Gut, dann schauen wir mal. Also man sieht anhand der Karten, dass die hier auch miteinander reden. Da hat jeder durch den anderen für sich was zu lernen, sonst würde das Universum hier jetzt nicht auftauchen und hier sagen, die Plätze, die hier sind, die sind für euch bestimmt. Und da erkennt auch jemand was. Wir haben auch den Hund, der also hier durchaus an deiner Seite sein will, weil er weiß, er liebt dich und er möchte hier dir treu zur Seite stehen. Hier haben wir nochmal die Bestätigung für das Labyrinth. Das kostet ihn auch eine ganze oder hat ihn eine Menge Energien gekostet. Er ist kraftlos, erschöpft und ja, das kommt an den Rand seiner Grenzen. Aber er ist über diesen Weg auch auf dem richtigen Weg. Denn über den Weg erkenne ich mehr oder weniger hier auch, was ich will, was ich nicht mehr möchte und kann auch die nötigen Schritte, die Entscheidung dazu treffen, um jetzt in eine andere Richtung oder zu meiner Erfüllung zu kommen, zu meinen Wünschen und Bedürfnissen. Gott, hier kommt nichts mehr. Und dann gucken wir mal. Ich habe hier noch Amos Botschaften und Toni Salerno.
Ja, also er kommt raus aus seinen Konditionierungen und nichts kann ihn mehr aufhalten. Er will hier in die Freiheit und sich hier nicht mehr bestimmen lassen. Nur diese Liebe kann ihn befreien und darum muss er das Alte loslassen, um hier wirklich eine neue Liebe leben zu können auf einem anderen Niveau. Also auch hier bestätigen sich die Karten. Du kannst natürlich auch Nein sagen, klar, wenn du das Ganze nicht mehr willst. Aber das wirst du wissen, ob du das möchtest oder nicht. Diese Kraft hast du jetzt. Und darum geht es hier natürlich letztendlich, Entschuldigung, auch hinzugucken und wahrzunehmen, ob da jetzt auch etwas anderes kommt. Du solltest dir auf jeden Fall selber treu bleiben. Er hätte natürlich auch die Kraft, zu der anderen Person Nein zu sagen. Ich komme nicht mehr zurück, ich will jetzt anders. Er möchte sich und seine Erkenntnisse, die er jetzt gewonnen hat, treu bleiben und geht da seinen Weg weiter, den er jetzt eingeschlagen hat. Das wäre auch noch eine Deutungsmöglichkeit. Und wir sind ja bei ihm. Ja, denn da ist die Liebe da. Und das ist eine heilige Vereinigung. Also auch hier nochmal die Bestätigung, dass hier also durchaus in dem Fall ihr auch zusammengeführt werden sollt. Du sollst loslassen und alles wird gut werden. Das ist mal der Hinweis jetzt für dich. Also wirklich mal für dich. Wir gucken jetzt mit den Tarotkarten noch von Matthews. Ja, Neun der Schwerter, die Reue, der Kummer, was hier sicherlich genügenderweise war, aber auch der Hinweis, wo er hin will. Das sind die vier der Stäbe, die hier eindeutig auf eine positive Beziehung und auf eine andere Richtung hin oder in eine andere Richtung hinweisen. Das die drei der Münzen. Ist ja im Großen und Ganzen auch nichts anderes. Es war eine Prüfung. Er musste sich hier angucken und die Thematik, die sich hier natürlich auch wahrscheinlich schon länger gezeigt hat, um hier jetzt wirklich in sein Wachstum zu kommen, in seine Stärke, der Löwe. Und der ja auch als Bär hier oben liegt mit dem Mut und der Kraft. Also wir haben hier auch jetzt, oder er hat hier jetzt auch den Mut, die Kraft, die Stärke, das jetzt auch durchzuziehen und weiterzugehen, um hier jetzt schließlich und endlich auch mit dir diese Liebe, die ja hier sowieso schon genügenderweise gezeigt wurde, jetzt auch leben zu können. Und das, was hier die Vier der Stäbe sagt, ist ja nichts anderes. Ich stehe zu dir. Wir wollen hier jetzt weitergehen, vorankommen in dieser Partnerschaft auf einem anderen Niveau, miteinander sein, das Leben leben, zueinander stehen. Also das sind hier sowieso die besten Voraussetzungen. Gut, und unten drunter kommen auch noch die Liebenden. Ja, mehr brauche ich jetzt hier gar nicht hinzuzufügen. Ich denke, das ist Erklärung genug. Ich bedanke mich, dass ihr Zeit gefunden habt, reinschaut. Es ist schön, dass es euch gibt und ja, ihr immer mitgehen könnt. Das finde ich ganz super. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis auf den Link. Ich werde diesen neuen Link für das morgen Abend stattfindende Meeting unter dieses Video setzen. Wer es nutzen möchte, möchte das bitte tun. An alle, die sich angemeldet hatten, ich entschuldige mich, war keine Absicht, dass ich anstatt PM AM hingeschrieben habe. Aber ich war der Meinung, dass es richtig war. Ich hatte sowas im Internet gefunden, aber scheinbar nicht richtig gelesen, würde ich jetzt sagen.
tut mich traurig, hätte ich jetzt was gesagt. Nein, tut mir leid. Alles Liebe, alles Gute, schönen Abend. Bis dann. Bye, bye.